Hallo, herzlich willkommen zur 44. Folge mittlerweile schon von Hogwarts Legacy. Wir haben jetzt hier letztens noch die Tür hier hinten entdeckt und hier würde ich dann ganz gerne nochmal hinschauen. Ach, ihr geht mir so auf die Nerven. So, jetzt lass mich hier mal schön looten. Hier werde ich mit Loot belohnt. Schön. Hoch da. Die haben mich entdeckt. Was für deine Zaubertricks lassen mich kalt? Meine Zaubertricks machen dich kalt. Zack. Und okay, gib mir so auf die Nerven gerade. So, für dich kann ich jetzt mal umbringen. Ich kann dich entwaffnen. Ich weiß nicht, was du gesagt hast, was du gemacht hast, bevor ich geboren wurde, aber... Tja, bist doch vor mir gestorben. Da vorne. Gibt's noch was zu werfen? Ausrüstungsgegenstände voll. Gefällt mir nicht. Wir müssen echt mehr Quests Merlins machen. Du bist so schlecht, Bro. Nee, aber lass mich da drin. Du weg. Du weg. So. Dann sollten wir uns echt mal mehr um Merlin kümmern. Hat der anscheinend nichts fallen gelassen? Das muss Mr. Oaks Zauberstab sein. Vielleicht kann er sich jetzt befreien. Ja, hoffentlich. Zum. Oh, was da noch? So, wir gehen hier hoch. Gehen wir da hoch? Dann gehen wir nicht da hoch. Ach, da vorne ist eine Treppe, oder? Willst du mich verarschen? Ja,
Hier werden wir halt echt belohnt hier drin. Okay, dann gehen wir wohl mal den normalen Weg weiter. Dafür müssen wir erstmal da. Achso, oh mein Gott, nein, müssen wir nicht, wir müssen nach da unten. Ich glaube schon alles gelootet. Oh, die nehme ich mit. Mit Vergnügen nehme ich die mit. Lass mal wieder versuchen, ob wir uns hier nicht anschleichen können. Bereut ihr uns nicht, das versprochene Metall geliefert zu haben? Mechanicus Totalus. Nein, nein, nein. Ach, okay. Nee, ist mir jetzt egal. Oh! Okay. Der Rest der Folge. Oh, lass mich das mal anziehen. Wird daraus bestehen, dass wir so Aufgaben Merlins machen. Weil kann es echt nicht sein, dass wir hier so viel, so wenig Platz haben. Na, das ist krank. Hallo? Hallo? Mr. Oaks? Oaks? Glücklicherweise habe ich Ihren Zauberstab schon. Ho, ho, ho. Sie haben ihn. Geben Sie mir. Schnell, ehe Sie zurückkommen. Ich muss hier raus. Los. Lass uns erstmal umschauen. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was die hier machen. Okay. Ja, das ist einfach ein Monopoly-Mann. Mit Brille. Zur Schule? Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Bro. Ich kenne mich mit diesen Kobolden aus. Sehe ich so aus, als würde ich noch zur Schule gehen? Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Wie haben Sie mich gefunden? Adelaide schickt mich. Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Renrocks Anhängern. Und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern. Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass sie mich ganz vergessen haben. Ich habe sie belauscht. Könnte ich sie doch nur belohnen. Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank. Was haben Sie denn gehört? Sie meinten, Sie hätten etwas aufgeschnappt. Enttäuschend. Es ist eine traurige Geschichte. Ich glaube, ich weiß, wann Ranrocks Rachefeldzug gegen die Zauberer begann. Die Drachenzucht wurde zwar durch den Zaubererkonvent von 1709 verboten, aber Ranrock stolperte über ein illegales Drachenlager. Er war noch jung. Er fand die Wesen faszinierend. Er besuchte das Lager heimlich, so oft er nur konnte, und ließ sich niemals erwischen. Nach wochenlanger Beobachtung fasste er endlich den Mut, mit dem Anführer der Zauberer zu reden. Ranrock wollte sich ihnen und den Wesen anschließen. Der Zauberer hatte seinen Stab verloren. Das war Ranrocks Gelegenheit. Er hob ihn auf und gab ihn zurück, um sich vorzustellen. Der Anblick eines Kobolds mit einem Zauberstab machte den Zauberer rasend.
Er prügelte Ranrock fast zu Tode. Seitdem hasst Ranrock alle Zauberer und Hexen. Er hält uns alle für grausam. Stimmt es, dass Sie Koboldogak sprechen? Ja, was Ranrocks Unholde aber nicht wussten. Ich war der Koboldkultur schon immer zugeneigt. Ich wusste schon als Kind, dass ich mal Metallhändler werde. Ja. Es war nicht einfach, die Sprache zu lernen. Sie müssen wissen, sie ist sehr komplex. Und mein Gedächtnis ist so schwach wie meine Knie. Aber nach jahrzehntelanger Arbeit mit netten Kobolden konnte ich sie recht gut. Zumindest meiner Meinung nach. Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Schön, dass ich helfen konnte. Adelaide hält große Stücke auf Sie. Und ich auf Sie. Sie kennt sich mit meinen Handelsgewohnheiten aus. Studiert stets meine detaillierten Eulen. Ach, hätte ich mich doch nur nicht mit diesen Unholden eingelassen. Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Zauberstab. Wie das Wiedersehen mit einem alten Freund. Ich muss nach Hause und Adelaide sagen, dass es mir gut geht. Kommen Sie zurecht? Ich komme zurecht, Mr. Oaks. Gehen Sie zu Adelaide. Sie macht sich gewiss noch viel größere Sorgen. Oh, ich möchte unbedingt meine liebe Nichte sehen. Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Ich danke Ihnen. Möge das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles Gute. Du bist der Enttäuschung, wenn du nicht mit Geld hast. Ranrocks Haufen hätte ihn nie freigelassen. Sind wir endlich frei. Endlich. Da gibt noch was. Ach, 3 Cent, Alter. Hat sich eigentlich gar nicht gelohnt, dass ich da hingeschaut habe. Oh, finally. Dann holen wir uns jetzt ein bisschen Malvenkraut. Und machen die ein oder andere Quest, damit wir mehr Gegenstände erhalten können. Hier. Hä? Da bist du ja. Fick dich. Das sage ich dazu. So, lassen wir noch Hogsmeade. Und dann müssen wir, denke ich, mal hier hin. Ich darf mich nicht TP'en, während ich in einem Kampf bin. Also. Dann können wir jetzt auch hinfliegen, also das macht es auch keinen Unterschied mehr. Wenn dann so wahrscheinlich auch die nächste Folge beginnen und da noch mal ein paar Aufgaben Merlins machen. Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Und ja, mal schauen, wie viele Rätsel ich überhaupt schaffe, weil ich dumm bin. Ja, okay, wir sind jetzt in Hogsmeade angekommen. Zack. Wo sind wir her, Bro? Fliegt der da einfach oben rum, als wäre es nichts Besonderes? Ich weiß nicht, warum ich heute so ADHS hab. Ja! Ich brauche Malvenkraut. Du hast kein Malvenkraut für mich. Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne. Müssen wir zum anderen schauen, zum Bauernladen da vorne. Oder Landwirtschaft. Ich weiß gar nicht. Landwirtschaftsladen. So ein kleines Ständchen halt. So, das muss da unten irgendwo sein. Da? Friedhof war ich noch nie.
Ich frage mich, für wie viele von diesen Gräbern ich zuständig bin. Mit zuständig meine ich Schuld. Hi. Bitte schauen Sie sich in Ruhe. Malvenkraut, Malvenkraut, Malvenkraut. Du willst mich verarschen? Wo kriegen wir Malvenkraut her? Malvenkraut-Samen. Na, Blätter ist Malvenkraut. Oh, Halleluja. Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Ja, ja, passt schon. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Das freut mich für dich. Ich glaube, das wird heute nichts mehr, dass wir noch ein paar Aufgaben machen. Jetzt muss ich erst... Ach, nö. Nochmal eine Nebenquest. Yay. Ach, ich wollte mich doch in den Raum der Wünsche zippen. Wir kommen nicht voran. Für jede Aufgabe, die wir schaffen, kommt eine neue dazu. Boah. Das wird sich noch ein bisschen ziehen. Nein, nicht die. So, hier können wir Tränke brown. Lass mich doch hier mal, verkaufe Tiere bei Schamabut und bei was? Artenobergrenze erreicht. Willst du mich verarschen? Warum gibt's sowas? Das ist doch... Oh, das ist so dumm. Das enttäuscht mich jetzt ziemlich von dem Spiel. Lass mal dahin. Und dann, ja. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. So, Merlin, zeig, was du zu bieten hast. Levioso, Expelliarmus, Incendio, Glacio, Depulso. Ah. Beeil dich ein bisschen. Nein! Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser! Damit wäre das erledigt. Easy. Easy clap, würde ich sagen dazu. Boah. Da, ich glaube, hier drüben auf der anderen Seite sind noch welche, wenn ich mich nicht täusche, ne? Ja, so ein bisschen. Darüber muss ich. Boah, das ist episch. Vergessen, dass ich jetzt so auch die Richtung steuern kann. Arresto momento. Expelliarmus.
Incendio. Oh. Nein, okay, warte mal. Ich will das machen. So lange musst du jetzt kurz hier chillen. Vergessen, dass ich die nicht dodgen kann. Oh, so macht man denen gut Damage. Ah, okay. Wieder was gelernt. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Hä? Ich hab doch... Okay, weil ich zweimal gedrückt habe anscheinend. Ja. Reparo. Accio. Ich muss da hoch. Komm. Bisschen noch, ein bisschen. Ich bräuchte bitte kurz so. Ach komm. Ja, okay, die Pulse hat gereicht. Ja, da wäre selbst der stolz. Bin ich auch sicher. Ich wäre auch stolz drauf. Aber, ich würde sagen, mit dem wunderschönen Anblick hier beenden wir die Folge für heute. Lasst doch ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Morgen geht's weiter und tschüss.